Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Heute ist es endlich soweit, ich werde mit der Aussaat anfangen. Ich bin an meinem Esstisch, ich habe jetzt kein Licht an, sondern da hinten irgendwo ist ein Fenster. Ich hoffe, das ist mit dem Licht erstmal okay. Also durch die Kamera sieht es jetzt erstmal ganz gut aus. Ja, ich habe einiges vor. Hier, das möchte ich heute alles sehen. Das sind diverse Chilis. Die zeige ich euch natürlich dann noch genauer. Dann ein paar Tomaten. Dann habe ich hier Aubergine. Ich habe Paprika und Physalis. Und das sind die Sachen, die wir schon im Januar anpflanzen können. Das sind jetzt Samen, die ich entweder selbst vom Acker habe oder die ich bestellt habe oder die ich von der lieben Jessie bekommen habe. Die hat ja selbst auch so einen kleinen Bio-Acker. Ja. Ich werde sie euch nochmal hier eben verlinken, den Instagram-Account, falls euch das interessiert. Ich hoffe, wie jedes Jahr, beziehungsweise wie letztes Jahr auch, dass euch die Videos interessieren und dass sich der ein oder andere vielleicht was abgucken kann. Und ja, ich weiß, die meisten interessieren sich wohl eher für Beauty, aber ja, ich mache das so gerne und darum möchte ich das auch gerne mit euch teilen und vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen von euch auch. Ja, als allererstes würde ich euch gerne eine App empfehlen. Und zwar ist das die Gemüsegärtner-App. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Also, wenn ihr die App anmacht, sieht die so aus. Ach, ich hoffe, ihr könnt jetzt davon überhaupt was sehen. Und die ist ziemlich cool. Ihr habt jetzt verschiedene Symbole. Wenn ihr hier draufklickt, kommen verschiedene Gemüsesorten und Obstsorten. Da könnt ihr eben so durchscrollen. Ich weiß nicht, ich habe dafür, glaube ich, am Anfang nichts gezahlt gehabt und dann konnte man aber noch ein paar Sachen eben dazu kaufen, sage ich mal. Ich zeige euch gleich, wie das genauer aussieht. Ihr habt eben dann hier zum Beispiel noch so ein Symbol. Ja, und da habt ihr dann verschiedene Kräuter. Ihr könnt euch beispielsweise hier Notizen machen. Und ich finde die App wirklich toll. Vor allem eben diese Gemüse-App, die ich euch eben gezeigt habe. Ja, wir gehen jetzt einfach mal hier auf Aubergine zum Beispiel. Dann habt ihr hier verschiedene Optionen. Ich kann das so jetzt erstmal nicht sehen. Zum Beispiel Bodendichtbedarf, Kälteverträglichkeit, Wasserbedarf, Aussaat. Wir können auf Aussaat klicken. Und dann habt ihr hier ein bisschen was noch beschrieben, was beachtet werden muss, etc. etc. pp. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Aussaatschema, Pflegehinweis, Schädlinge, gute und schlechte Vorgänger. Das ist vielleicht für, wenn ihr einen eigenen Garten habt, interessant. Da mein Acker ja jedes Jahr woanders ist, spielt das erstmal keine Rolle. Und was eben daran sehr cool ist, ist, also wir sind jetzt immer noch bei Aubergine beispielsweise. Wir können hier oben auf dieses Symbol klicken. Und dann öffnet sich das hier. Und das ist sehr cool, weil ihr könnt jetzt einstellen, wann ihr ausgesät habt. Das werde ich jetzt mal tun. Heute ist der wie viel ist denn heute? Der 8. Okay. Heute ist der 8. Februar. Ich weiß nicht genau, ob das Video auch am 8. Februar hochgeladen wird. So. Ich habe das jetzt eingestellt. Das könnt ihr einfach mit dem Finger machen. Und dann seht ihr hier oben eben, wann ihr ausgesät habt. Aussaat, ja, genau, wenn ihr ausgesät habt, dann wann ihr das umpflanzen könnt, eben ins Freiland und wann die Ernte zu erwarten ist, könnt ihr hier alles auch in diesem Rädchen ablesen und das ist halt ziemlich cool, weil ihr könnt das dann auch speichern und dann wisst ihr, wann ihr ausgesät habt, wann eben die ersten Früchte zu erwarten sind und so weiter und so weiter. Hier oben steht auch noch, wann man düngen sollte. Ich dünge ja nicht, aber ja, das ist eine App, die ich wirklich empfehlen kann. Die finde ich super. Anpassung speichern kann man jetzt hier unten eben noch klicken. Das mache ich jetzt mal eben. Und ja, dann wird das eben gespeichert. Und ihr habt da eben den vollen Überblick. Also das ist wirklich eine tolle App. Und ja, die kann ich euch empfehlen. Ich habe leider sonst keine Apps gefunden, die mich jetzt großartig interessiert hätten. Aber das ist ja schon mal was. Und da gibt es wirklich viele Sachen. Ich sage euch jetzt mal nur ein paar, die es hier eben gibt. Zum Beispiel Blumenkohl, Brokkoli, Bohnen. Erbsen, Kartoffeln, Gurken, Kürbisse, Melone. Melone gucke ich mal rein, ob man die jetzt schon pflanzen kann, weil da habe ich auch noch welche. Zur gleichen Zeit wie Tomate. Okay, in dem Fall muss ich meine Melonensamen auch noch holen. Alles klar.
Oder was haben wir hier noch? Rotkohl, Radieschen, Süßkartoffeln, Zwiebeln, Zucchini. Also da gibt es wirklich unglaublich viele Sachen und die App kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen, weil die ist wirklich toll. Ja, wir beginnen jetzt einfach mal. Was brauchen wir? Ganz wichtig ist Aussaaterde. Das ist jetzt Kräuter und Aussaaterde. Ich habe Bio, weil ihr wisst, ich muss alles Bio verwenden. Das gibt es aber natürlich auch in Nicht-Bio, dadurch auch günstiger in jedem Gartenmarkt. Ich habe meine jetzt von Augsburg. Ich weiß nicht, ob ihr Augsburg kennt. Ich liebe Augsburg. Fast so schlimm wie DM für mich. Genau. Und die hat eben kaum bis kein Dünger in sich die Erde, weil die kleinen Pflanzen brauchen am Anfang das einfach noch nicht. Die brauchen erstmal was relativ Neutrales, sage ich mal, um eben ranzuwachsen. Und wenn ihr dann düngen wollt, könnt ihr das später tun. Also mit Kompost dünge ich eben, aber nicht mit irgendwelchen anderen Zusätzen. Was steht hier? Mit Grünschnittkompost schonend aufgedüngt zur ökologischen Anzucht von Jungpflanzen und Kräutern. Genau, also wie ich eben gesagt habe, eben fast kein Dünger. Was steht denn da noch so? Ja, das sind natürlich jetzt noch hier 3 Millionen Sachen, die ich nicht verstehe. Wie beispielsweise der pH-Wert und so. Also interessiert mich jetzt nicht. Hallo Lisa, du schreibst mir oder sprichst mit mir. Ich mache mal mein Handy auf lautlos. Genau, ja, wir haben Erde. Das ist sehr wichtig. Und dann braucht ihr natürlich etwas, wo ihr das reinpflanzt. Ich hatte mir ursprünglich überlegt, kennt ihr diese Teile, wo man Hähnchen bekommt im Supermarkt, also schon gebratenes Hähnchen, das hat so eine Schale und oben ist eben dann so eine durchsichtige Haube. Die sind ziemlich perfekt eigentlich. Ich, dumme Kuh, habe aber das nicht gekauft gehabt und habe das jetzt nicht hier. Darum, ne, erstmal egal. Ihr könntet auch einen Joghurtbecher nehmen. Manche Joghurtbecher haben oben ja diese Plastikdeckel. Die sind auch perfekt. Oder eben, ihr macht das, wie ich das jetzt machen werde. Und zwar werde ich mir Plastikbecher nehmen. Ich mache die mal auf. Ganz normale Plastikbecher. Die sind jetzt relativ groß. Ich möchte aber dieses Jahr versuchen, in jedem Plastikbecher nur einen Samen zu machen, damit ich mir das spätere Pikieren spare. Und ja, ich werde eben die Erde jetzt wahrscheinlich nur ganz, ganz wenig auffüllen. Und je nachdem, wie schnell das eben wächst, werde ich Erde nachgeben, damit die Pflanze eben erstmal nicht umgesetzt werden muss. Gerade bei Tomaten kann man ja immer wieder Erde aufgeben. Und was wir dann noch brauchen, ist Frischhaltefolie. Ganz normale Frischhaltefolie. Die werden wir dann hier oben drauf machen. Und entweder man fixiert das dann mit so einem Gummi oder eben mit Tesafilm. Ich glaube, ich habe nicht genug Gummis, darum werde ich nachher auch zu Tesafilm greifen müssen, aber egal. Ja, und das Gute eben an solchen Joghurtbechern, die eben diesen Plastikdeckel haben, ist, dass ihr nur den Becher braucht. Und ja, ich mache das gerne so, dass ich eben die Erde raufgebe, den Samen reingebe, dann werde ich alles gießen, den Deckel drauf machen und dann an einen warmen Ort stellen. Und dann müsst ihr einfach nur warten, bis was rauskommt. Da musst du nicht gucken, dass die Erde immer gleichmäßig feucht ist und so weiter. Dann kann es nicht dazu kommen, dass, ja, es kann schon, aber das Risiko, dass eben die Erde anfängt zu schimmeln, ist geringer, weil ihr eben nicht übergießen könnt. Wichtig ist, dass hier unten erstmal keine Löcher reingemacht werden. Wir wollen eben diesen kleinen Treibhauseffekt erzielen, indem wir eben die Folie hier oben drauf machen. Und ja, damit bin ich die letzten Jahre eigentlich ziemlich gut zurechtgekommen. Wie gesagt, man kann das auch mit Joghurtbechern machen oder man kann das auch ganz anders machen und jeden Tag nachgießen. Ich finde das aber irgendwie ein bisschen umständlich und so habt ihr einfach, ja, die Chance, dass ihr zu viel gießt, ist geringer. Genau. So sieht das aus. Ich habe jetzt hier verschiedene Sachen. Was total nervig ist. Ich habe vorhin noch meine Chilischoten. Ich habe ein paar Chilischoten gekauft gehabt und habe die getrocknet und habe mir die jetzt eben umgefüllt. Und ich bin irgendwie mit meinen Fingern jetzt an die Lippe gekommen und jetzt brennt das die ganze Zeit. So, ich habe meine Plastikbecher. Ich habe ein Edding. Da werde ich jetzt hier oben erstmal drauf. Ich sehe überhaupt nichts. Hier oben eben draufschreiben, was es ist. Und ich habe theoretisch noch solche Etiketten, aber die brauche ich erstmal nicht, weil wir werden das Gefäß ja nicht bis oben hin mit Erde auffüllen, also werden wir das hier noch lesen können. Wenn es dann aber größer wird und wir Erde bis oben haben, werde ich wahrscheinlich solche Schildchen hier verwenden oder man kann auch diese, die hatte ich letztes Jahr, diese Plastikschildchen nehmen, wo man beschriften kann, kann die reinstecken. Ja,
Da überlege ich mal, was ich dann davon mache, aber zuerst mal brauchen wir nur ein Edding und das. Genau. Und ich werde mir jetzt erstmal ein bisschen Erde in einen Topf umfüllen, einfach nur, weil ich nicht die Erde direkt aus dem, einfach weil ich die Erde nicht direkt aus dem Sack holen möchte, weil da die Gefahr, dass wir hier eine Riesensauerei haben, einfach viel größer ist. Ja, und auf geht's. Ich mache das eben und dann sehen wir uns gleich. So, und da bin ich wieder. Ich habe mir das jetzt hier schon beschriftet. Paprika, Liebesapfel. Es sieht unglaublich schön aus, ich weiß. Und habe hier eben meine Erde. So. Und schaut am besten, dass die möglichst keine Klümpchen hat. Ihr wollt den Samen jetzt ja nicht unnötig schwer machen. Hallo Lisa. ja, ich mache jetzt hier ein bisschen Erde einfach rein. Wie gesagt, ich mache nicht viel Erde rein, damit wir einfach dann noch auffüllen können. Ich habe jetzt so viel Erde reingemacht und ich werde euch jetzt wahrscheinlich erstmal so runterklappen, damit ihr das hier besser sehen könnt. So, wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt Erde bis hier oben hingemacht. Ich habe jetzt hier den Paprika-Liebesapfel von der Jessie und werde den jetzt erstmal auspacken. Ich weiß nicht, ich glaube, ich werde euch das jetzt nicht bei jedem Einzelnen zeigen, weil das macht irgendwie wenig Sinn. Aber ja, so ab und zu kann man da ja mal zugucken, ne? Ich weiß noch gar nicht, wie ich das hier aufmachen soll. Ha, ich weiß jetzt auch nicht, wie viel ich sehen soll. So. Oh nein, das waren zu viele. Ich glaube, ich werde jetzt in dieses Töpfchen erstmal, wie viel werde ich da reinmachen? 3 Stück. Ja, ich glaube, ich werde da erstmal 3 Stück reinmachen und dann schauen wir einfach mal weiter. Ich werde mir jetzt noch einen zweiten Becher nehmen, einfach um das hier ein bisschen platt zu drücken. Das ist eigentlich ganz praktisch so. Und dann haben wir hier den Samen. Die sehen so aus. Ja, einfach rein damit. Ja, vielleicht nicht ganz so sehr an die Ecken. Wir gucken einfach mal, wie viele davon aufgehen und dann werden wir die umpflanzen. Ich mache doch 4. So, ich drücke die jetzt auch nochmal fest. Hier könnt ihr das, glaube ich, gerade ganz gut sehen. Und dann nehme ich mir nochmal ein bisschen Erde. Wir nehmen nicht viel Erde, einfach nur so ein bisschen, um das zu bedecken. So, und da haben wir einen Klumpen, den nehmen wir raus. So, und dann nehme ich mir nochmal den Becher, drücke das nochmal etwas fest. Habe mir hier Wasser vorbereitet, gebe ein klein bisschen Wasser dazu, einfach nur um das alles feucht zu machen. Da sehe ich jetzt, dass die Erde nicht genug war. Gebe noch ein kleines bisschen Erde drauf, drücke das nochmal fest und dann sind wir eigentlich schon fertig damit. Das Einzige, was wir jetzt machen, ist noch etwas Frischhaltefolie drüber geben. Das muss jetzt auch nicht ordentlich sein. Ich reiße mir da jetzt auch einfach nur ein Stück ab. Und gebe das hier drüber. Nehme mir meinen Gummi. So, und fertig sind wir damit. Ich stelle das jetzt einfach mal zur Seite. Hier, die restlichen Samen mache ich jetzt erstmal wieder hier rein in die Verpackung. So, ich habe jetzt 4 Stück gesät. Wenn 4 aufgehen, werde ich 2 davon behalten und 2 verschenken. Nehme ich mal an. Ich habe ja auch noch einige Freunde auf dem Acker, die vielleicht auch Interesse haben. Oh, ich kriege das da jetzt nicht mehr rein. Jessie, das hast du sehr schön verpackt, aber krieg das jetzt hier. Doch, jetzt kriege ich es rein. Ach, come on. Come on. So. Und rein mit dir. So. Und dann kann ich das hier wieder zukleben. So, Paprika-Liebesapfel haben wir geschafft. Ich mache jetzt noch meine 2 anderen Paprika. Ich kann euch aber einfach noch mal kurz zeigen, was ich da eben habe. Die hatte ich euch schon neulich mal bei Instagram gezeigt. Das sind einfach so lila Paprika. Wie heißen die denn? Lila süße Paprika. Und dann habe ich noch die... Ach ja. Ach ja doch, gelb auf rot reifende Spitzpaprika. Die sehen eben so aus. Und die werde ich auch noch eben sehen. So, ich habe jetzt meine Paprika hier. Einmal die Paprika-Liebesapfel. Dann habe ich meine lila Paprika und dann habe ich meine Spitzpaprika. Und die werde ich mir jetzt einfach mal zur Seite stellen.
Und dann geht's weiter. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich euch das jetzt bei allem zeigen muss. Ich mache jetzt weiter mit Aubergine. Da habe ich mir das hier bestellt gehabt. Das ist eine ganz normale Aubergine, nur dass die ein bisschen länger sind als die im Supermarkt, nehme ich mal an. Und das hier ist so eine gestreifte Aubergine. Kennt ihr die? Die sind so weiß-lila gestreift. Und da habe ich mir mal eine gekauft gehabt und habe hier die Samen einfach aufgehalten. Und die werde ich jetzt auch sehen. Das ist genau das gleiche Schema. Werde ich jetzt einfach mal tun. Und bis gleich. Hier habe ich übrigens Edding. Yay! So, ich habe jetzt auch die Auberginen gemacht. Wir machen weiter mit dem Physalis. Da habe ich drei verschiedene. Ich habe einmal die Physalis von meinem Acker. Die sehen eigentlich alle gleich aus. Und dann habe ich noch zwei von der lieben Jessie. Und die werde ich auch sehen. Was ihr vielleicht euch merken könnt für generell die Aussaat, dass man die Pflanzen immer, nicht die Pflanzen, die Samen so tief einsieht, wie sie groß sind. Also ich zeige euch mal, wie groß die sind. Momentito. Also die sind jetzt recht klein. Und ja, ich würde jetzt 0,5 bis 1 cm die einpflanzen. Und das könnt ihr euch eigentlich für alle anderen Samen auch merken, dass ihr das immer ungefähr so macht. Ja, nur eben bei Lichtkeimern, zum Beispiel Basilikum ist ein Lichtkeimer. Das müsste aber eigentlich auch immer auf den Verpackungen draufstehen. Ansonsten guckt ihr eben im Internet oder mit der tollen App. Bei Lichtkeimern ist es natürlich so, dass die nicht zugestreut werden sollten mit Erde. Aber ansonsten ist das eigentlich immer gleich. Ja, ich habe jetzt hier stehen bei Physalis, die von der Jessie, Voranzucht Ende März. Da das aber ja eigentlich auch das gleiche ist wie die anderen und hier beispielsweise Februar bis März steht und ich mir hier für meine aufgeschrieben habe, Februar, werde ich die einfach jetzt schon sehen. Aber ja, ich mache das mal eben. So, habe ich auch fertig. Wir gehen weiter zu Tomaten. Und bei Tomaten habe ich einiges. Ich habe eine orangene Tomate, die ich selbst mal zusammengedingst habe. Dann habe ich gedingst, ach ihr wisst doch, die Samen gesammelt habe. Ich habe die Cocktailtomate vom Acker. Davon werde ich auf jeden Fall ein paar machen, weil die war richtig toll. Dann habe ich eine gelbe Cocktailtomate. Ich habe eine ganz normale Tomate und die German Gold. Das war die, die so schöne Farben hatte. Und davon werde ich jetzt auch noch ein paar machen. Ich glaube aber, dass ich davon pro Sorte einfach nur zwei mache. Außer bei der Cocktailtomate mache ich vielleicht ein bisschen mehr, weil die war so toll und alle wollten davon was haben. Ja, ich lege da mal los. So, die Tomaten sind auch fertig. Ich bin jetzt leider an den Punkt gekommen, wo meine Frischhaltefolie leer ist. Ich werde das jetzt einfach weiter mit so Butterbrotpapier machen. Und das eben dafür immer halbieren. Na Mensch. Upsa. Ja, ganz normales Butterbrotpapier. Wir kommen jetzt zu den Chilis. Da habe ich auch ein paar Sorten. Ich habe zum einen die Bonsai-Chili. Die hatte ich letztes Jahr schon. Das ist eine super Sache. Und ich habe hier drei Chilis, die ich neulich mal gekauft habe und da die Samen rausgenommen habe. Und ich habe eigentlich noch eine vom Acker. Muss ich mal eben suchen. Ich habe die Samen. Und da sind die. So, die werde ich noch machen, dann werde ich euch zeigen, wie das aussieht. So, das Licht ist jetzt leider recht schlecht geworden. Ich habe jetzt auch Kunstlicht über mir. Aber ja, ich bin fertig. Das sind die fertiggestellten Pflanzgefäße. Upsa. Ja, es sind einige. Ich werde mir jetzt ein Fensterbrett aussuchen, wo sie gut Sonne bekommen. Ich habe überlegt, entweder in der Küche oder in meinem Zimmer. Ich weiß es noch nicht genau. Auf jeden Fall sollten sie an einen warmen Ort gestellt werden. So 20 Grad ist perfekt. Und Moment. Und wir haben ja jetzt hier, können wir super reingucken. Wenn wir hier was sehen, dass was rauskommt, können wir den Deckel langsam abnehmen. Aber solange bleibt der Deckel jetzt einfach drauf. Und ja, wir müssen eigentlich überhaupt nichts tun, außer warten. Und ja, ich sag euch mal vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch interessiert und gefallen. Und ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Pflanzenvideo wiedersehen. Und ich sag bis dann. Tschüss!